was machen Sachen? Ja, ja, ist vorbei. Ich habe jetzt halt nichts Großartiges geplant, aber dachte, irgendwas sollte ja kommen. Dachte ich mir, so eine kleine Schaulage meiner Charaktere, die ich jetzt so im Laufe des Jahres gemacht habe, wäre eine ganz nette Idee. Ja, sind halt die Charaktere, die ich im Laufe des Jahres mit VC Face und halt mit Blender zusammen gemacht habe. Also, das sind die Programme, keine Leute. Vielleicht hat sich einer wundert, der sich nicht auskennt. Das sind halt die Programme, die ich genutzt habe, die Charaktere zu erstellen. Disclaimer, sind nicht alle dabei. Aufträge habe ich zum Beispiel nicht mit reingenommen. Da müsste ich ja jeden fragen, ob das okay ist, weil es sind ja an für sich nicht meine Charaktere. Also habe ich jetzt erstmal die, die quasi zu mir gehören. Es sind zwei, drei Fancharaktere dabei. Da müsste es eigentlich in Ordnung sein. Und ein paar habe ich auch nicht mit reingemacht, weil die funktionieren zwar mit VC Face und Whoop. Also sind die Programme, die man so nutzen kann, um halt so einen Charakter über die Kamera zu legen und zu animieren. Aber nicht in dem Live-Viewer, den ich halt jetzt benutzt habe, um diese Show-Einlage aufzunehmen. Ist halt ein Programm. Das stelle ich euch vielleicht mal vor, ist eigentlich ganz cool, gerade zum Testen, ob so VC-Face-Charaktere funktionieren oder selbstgemachte Charaktere halt komplett funktionieren. Gerade wenn man sie in beispielsweise wie R-Chat nutzen will oder so, kann man gucken, ob einfach Movement und so weiter alles funktioniert. Das stelle ich vielleicht echt mal vor, ist ganz lustig. Das habe ich halt genommen, um halt den Dance-Move aufzunehmen. Der ist halt schon vorgearbeitet, der ist schon da, der existiert, deine Musik ist auch schon dabei, copyright-free. Man muss seine Charaktere nur reinklatschen und dann hat man quasi ein Video. So, vielleicht kennt ihr einer Miku Miku Dance. Das ist sowas in die Richtung, hat halt nur ganze zwei Moves und zwei Musikdinger, aber für so Testen und so weiter, so Kleinigkeiten reicht das halt aus. Ja, und dann viel Spaß damit. Ich hoffe, meine Charaktere gefallen euch. Falls sich generell einer für den Quatsch interessiert, für meine Charaktere und halt so, ich habe unten auch in der Beschreibung mal mein Reworld-Hub verlinkt. Dort gibt es einen Großteil der Charaktere einfach kostenlos zum Runterladen. Ihr dürft die alle nutzen. Ihr müsst halt, wenn ihr irgendwas online macht, nur beischreiben, gemacht von mir und irgendein Link dabei. Es ist mir auch vollkommen Jacke, ob YouTube, ob ich habe Twitter, ich habe Instagram, scheißegal, ihr habt, ich bin irgendwo verlinkt und steht dabei, ja, Charakter ist von mir. Dann dürft ihr die halt frei nutzen. Ja, ein Teil davon ist auch tatsächlich im VR-Chat. Ich habe da einen kleinen Raum, der ist nicht freigeschaltet, also der geht nur über einen Link rein, den haue ich auch euch mal da rein. Da sind auch noch ein paar Charaktere mehr drin, die komischerweise in VR-Chat funktionieren, aber nicht im Live-Viewer. Ich verstehe nicht warum, aber so, ja, okay. Viel zu viel geredet. Ab geht's mit dem Video. Viel Spaß!
Dann hoffe ich mal, euch hat die kleine Schorleige gefallen. Dann noch ein bisschen früher, aber egal. Guten Rutschen, guten Start ins neue Jahr. Und ja, ich hoffe, ein schönes neues Jahr. Viel Spaß und auf Wiedersehen.